Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich bei deiner gebuchten Legung. Du wolltest ja von mir wissen, wie es mit dir und deinem Herzensmann weitergeht und wie es bei dir beruflich weitergeht. Und dazu habe ich zwei Neunerblätter ausgelegt. Dieses Blatt ist hier für den Beruf und das hier ist für die Liebe. Was mir gleich als allererstes auffällt bei diesem Blatt, das bist hier du als Hauptthema. Wir haben hier oberhalb das Herz, das steht ja für die Liebe. Das ist aber hier jetzt auch ein wenig blockiert. Ich kann dir also sagen, dass er hier auf jeden Fall Gefühle für dich hat, aber dass es hier jetzt momentan auch zwischen euch sehr, sehr stark blockiert. Und ich habe hier auch noch das karmische Kreuz. Das heißt, eure Begegnung, auch die Gefühle, die ihr füreinander habt, ist auf jeden Fall schicksalhaft und ist auch karmabedingt. Es sieht also so aus. Ich habe hier auch noch das Buch. Das Buch bedeutet ja, dass etwas nicht spruchreif ist. Man spricht über gewisse Dinge nicht. Und man spricht hier auf der einen Seite nicht über diese Blockaden, ja. Und man spricht ja auch nicht über diese heimlichen Gefühle. Also man hält diese Gefühle auch noch geheim. Das ist jetzt einfach das, wo ich sage, okay, das bleibt jetzt auch weiterhin geheim. Denn wenn es so aussehen würde, dass diese Liebe, die ihr beide füreinander habt, öffentlich gemacht wird, würde hier in diesem Blatt der Park liegen, der ja auch für die Öffentlichkeit steht. Also sieht es einfach so aus, dass ihr beide miteinander ein Karma habt, dass jetzt aktuell auch hier die Liebe blockiert ist, soll aber nicht heißen, dass er keine Gefühle hat. Die hat er auf jeden Fall. Ihr habt hier auch eine karmische Verbindung. Aber es sieht in der Zukunft auch so aus, dass diese heimliche Liebe, also dass das einfach auch heimlich bleiben wird. Er liegt hier übrigens auch noch hier im Blatt und alles, was hier ober ihm ist, quasi sind auch seine Gedanken. Ja, er denkt auf jeden Fall an dich, an diese Liebe. Er denkt auch sehr liebevoll über dich und er fühlt sich hier einfach bei dir wohl, weil hier habe ich auch noch die Karte der Harmonie, der Sexualität. Ja, also es ist jetzt zwischen euch nicht nur so eine Affäre unter Anführungszeichen, sondern es ist wirklich auch tiefe Liebe. Er schaut hier auch in die Stabilität rein. Das heißt, es wird hier zwar schon in eine stabile Richtung gehen. Ich habe hier auch den Baum, der ja auch für einen gesunden Wachstum steht. Aber nichtsdestotrotz bleibt das Ganze jetzt in der nächsten Zeit auch geheim. Also das wird jetzt hier nicht so in die Öffentlichkeit getragen. Du hast mir auch erzählt, dass du verheiratet bist und auch er. Und es liegt hier auch keine Trennung von bestehenden Partnern. Es sieht hier eher so aus, dass es leider Gottes unter Anführungszeichen eine heimliche Liebe bleibt. Vorerst. Wir haben ja hier den gesunden Wachstum. Das heißt, Wurzeln sind geschlagen, das Ganze muss nur noch wachsen. Und ja, er hat hier definitiv Gefühle für dich. Ihr habt auch ein Karma miteinander. Und ich sage mal so, das ist ein Blatt, wo ich sage, okay, man kann hier auf diese Bindung auch noch aufbauen. Es ist halt jetzt auch wichtig, sich von den bestehenden Partnern zu trennen. Ja, es liegt aber jetzt nicht so, dass das in absehbarer Zeit passieren wird. Aber wie gesagt, wir haben einen gesunden Wachstum hier, Wurzeln sind geschlagen, du kannst also hier wirklich auch weiterhin drauf aufbauen. Trotzdem habe ich hier auch noch die Blockaden. Die Blockaden, weil das Ganze eben auch heimlich gelebt wird und nicht öffentlich. Aber dazu müsste man auch die Entscheidung treffen, sich von dem bestehenden Partner auch zu trennen. Das wird aber in der Zukunft so schnell auch nicht passieren. Es bleibt also weiterhin heimlich bei euch beiden. Das ist jetzt mal die Liebesangelegenheit. Schauen wir uns jetzt den Job an. Und da ist das Hauptthema hier die Blockaden. Und daneben habe ich auch noch den Anker, der ja auch für die Arbeit steht. Also sieht es so aus, dass es hier immer wieder zu Blockaden kommt. Auch was hier die Anerkennung betrifft, vielleicht fühlst du dich nicht so anerkannt in dem, was du machst, dass da hier auch die Blockade drinnen ist. Und ich habe hier auch die Lilien, die ja für Familie, Harmonie, aber auch Sexualität
bedeutet, ja, kann jetzt natürlich auch mit deinem Herzensmann zu tun haben, weil ich ja weiß, dass ihr beide auch Kollegen seid, dass das Ganze hier auch die Arbeit sehr stark beeinträchtigt. Aber schau mal, wir haben hier auf derselben Stelle den Baum. Hier haben wir den Baum und hier. Also auch in der Arbeit wird es einen gesunden Wachstum geben. Du wirst diese Arbeit trotzdem auch hier regelmäßig machen. Ja, weil ich habe ja hier den Hund. Der Hund steht ja auch für etwas regelmäßig machen. Es kann auch sein, dass immer wieder regelmäßig diese Blockaden kommen. Kann natürlich auch mit dieser Situation zu tun haben, was du mit deinem Herzensmann hast. Aber weil ich hier auch die Anerkennung habe, dass du dich vielleicht zu wenig wertgeschätzt fühlst für das, was du machst. Der Mond bedeutet aber auch Spiritualität. Es kann natürlich auch sein, dass du hier spirituell etwas arbeiten solltest. Ich weiß ja nicht genau, was du machst, aber du bist hier offensichtlich auch ein sehr spiritueller Mensch. Vielleicht versuchst du hier in diese Richtung auch noch etwas zu machen. Ja, behalte das ein bisschen im Hinterkopf. Wie gesagt, wir haben auch hier den gesunden Wachstum. Wir haben hier auch die Klarheit liegen, Gott sei Dank. Das heißt, in die Blockaden, die es vielleicht in Zukunft geben wird, wird auf jeden Fall die Klarheit reinkommen. Wir haben hier auch noch die Vögel. Die Vögel stehen für Kummer, Stress, Sorgen, Aufregung. Das kann natürlich hier auch auf der einen Seite diese Blockaden sein, auf der anderen Seite immer wieder diesen Stress, diesen Kummer, den du ja quasi hier mit deinem Herzensmann ja auch irgendwie hast, denn wenn ihr beide zusammenarbeitet, kann man das Ganze nicht mehr so recht trennen und das ist natürlich das, was dir auch Stress bereitet, aber auf jeden Fall, und hier habe ich auch den Brief, wirst du Nachrichten bekommen, auch Nachrichten, die sehr klar sind, ja, vielleicht wirst du über eine Nachricht hier auch Klarheit in diesem Job bekommen. Wie diese Nachricht ausfällt, kann ich dir so nicht sagen. Es kann natürlich auch sein, dass dich diese Nachricht hier sehr aufregen wird, ja, im positiven oder negativen Sinne, aber nichtsdestotrotz kommt hier im Bereich der Arbeit die Klarheit rein. Einen Jobwechsel sehe ich hier jetzt nicht, denn du hast mich auch gefragt, welche Veränderungen es geben wird. Also eine Veränderung in dem Sinn, dass du vielleicht den Job jetzt wechselst, liegt mir hier nicht. Ja, also du wirst hier regelmäßig auch bei deiner Arbeit quasi bleiben. Zumindest ja, geht es auch darum, dass die Blockaden, dass die mal aufgelöst werden, ja, wo es diese Schwierigkeiten immer wieder gibt. Oder du denkst wirklich über eine spirituelle Arbeit auch nach, ja. Aber da bist du auch hier noch ein bisschen blockiert. Ich habe hier zwei spirituelle Karten, ja. Vielleicht weißt du noch nichts davon, unter Anführungszeichen, dass du hier spirituelle Talente hast oder ahnst vielleicht schon und blockierst dich hier selber noch damit. Aber wenn du vielleicht wirklich einen Jobwechsel anstrebst und dich vielleicht wirklich die Spiritualität interessiert, es liegt hier sehr gut da, aber vorher müsstest du hier wirklich die Blockaden auch auflösen und zumindest schauen, woher diese Blockaden auch kommen. Kann natürlich auch hier auf der Spiritualitätsebene sein. Du bist hier offensichtlich wirklich ein sehr spiritueller Mensch. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was du arbeitest. Es kann ja auch sein, dass du hier in diesem Bereich irgendetwas machst, beratende Tätigkeit, das weiß ich eben nicht, ja, aber die Spiritualität, die sticht mir hier quasi ins Auge und vielleicht kannst du dir das zwar jetzt noch nicht vorstellen, vielleicht aber erst in Zukunft, ja, das ist ja auch ein Zukunftsblatt. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier den gesunden Wachstum. Auch hier sind Wurzeln geschlagen und wird hier wirklich auch gesund wachsen. Und weil ich hier auch die Klarheit habe, gehe ich sehr stark davon aus, dass diese Nachrichten dir auch Klarheit bringen für dich, aber auch hier diese Blockaden, dass da ein bisschen Klarheit reinkommt. Aber sonst sieht es bei beiden Kartenblättern sehr, sehr gut aus. Das bleibt leider Gottes noch eine Zeit geheim. Es kann sich natürlich auch verändern, ja. Aber für so eine Veränderung müsste man zumindest mal oder müsstest du dich mit ihm zusammensetzen und sagen, so, was machen wir jetzt? Ja, reden wir Klartext. Das ist natürlich wichtig. Aber so wie es hier aussieht, wird es auch von seiner Seite nicht so eine große Veränderung geben, dass man das öffentlich macht. Es bleibt also noch hier im Geheimen, aber nichtsdestotrotz ist auch hier ein gesunder Wachstum und auch hier in der Arbeit und da kommt auf jeden Fall hier auch die Klarheit für dich rein. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Wenn du noch Fragen hast, dann schick mir einfach eine Mail. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!